Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause hier herinnen. Ein bisschen ein unwürdiges Spiel, dass das jetzt hier passiert ist. Ich bin sehr froh, das sage ich jetzt mal gleich vorweg, dass die Bundesregierung und vor allem voran sich die Österreichische Volkspartei endlich dazu durchgerungen hat, diese Pflegelehre einzuführen. Es ist eine uralte freiheitliche Forderung. Das ist auch nachweisbar in sehr, sehr vielen Anträgen. Ich glaube, wir haben seit dem Jahr 2007 jede Menge Anträge gestellt, dass die Pflegelehre auch in Österreich eingeführt wird. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz dieses Modell, von dem der Kollege Wöginger erzählt hat, schon lange gibt. Wir haben auch noch lange vor dem Jahr 2017, als wir in die Bundesregierung eingetreten sind, immer wieder darauf hingewiesen, dass andere Länder eine Pflegelehre haben, dass diese Pflegelehre auch ein Erfolgsmodell ist, wenn man sie denn richtig und ordentlich ausgestaltet. Die damalige Reaktion der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung war nichts anderes, als die Zugänge zur Ausbildung, zur Pflege zu akademisieren und damit zu erschweren. Wir sind heute nicht mehr in einer Situation, wo wir sagen können, ja, dann machen wir noch mehr Akademiker, sondern wir brauchen niederschwelligen Zugang für alle jungen Menschen in unserem Land. Jeder, der Interesse hat am Pflegeberuf, soll die Möglichkeit haben, diesen Beruf erlernen zu dürfen. Ich kenne selbst genügend junge Menschen, die das gerne machen oder gemacht hätten schon vor Jahren, die oftmals daran gescheitert sind, weil sie nicht genügend Schulbildung hatten oder nicht einen hoch genug Schulabschluss. Das ist der falsche Zugang. Ich glaube, jeder, der Interesse hat an diesem wertvollen Beruf, der soll auch die Möglichkeit haben, in diesen Beruf einzusteigen. Und ich halte gar nichts davon, wenn wir Menschen verlieren mit 15, weil wir ihnen nicht die Möglichkeit und die Chance geben, in die Pflege einzusteigen. Die lernen etwas anderes, die sind weg, die steigen dann auch nicht mehr um. Und das ist etwas, das können wir uns nicht leisten. Wir haben viele, viele junge Menschen in unserem Land. Und ich möchte auch noch ein Wort sagen zum Kollegen Wöginger. Ich halte auch nicht viel davon, wenn wir jetzt in allen 5 Kontinenten nach Pflegepersonal suchen. Ich glaube, das ist ein Irrweg, den wir hier gehen. Wir werden nicht mehr finden, als wir jetzt schon haben. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist dermaßen runtergeschraubt. Es ist auch das Potenzial an Pflegern in anderen Ländern und in anderen Kontinenten beschränkt. Es gibt dort auch nicht Pfleger unendlich viele. Das heißt, es ist dringend notwendig, es ist wirklich dringend notwendig, auf unser eigenes menschliches Potenzial zurückzugreifen, unsere eigenen jungen Leute im Land hier tatsächlich auch zu motivieren und ihnen auch klarzumachen, es ist ein krisenfester Beruf. Man sollte nie vergessen, es gibt viele Zeiten und wir haben auch jetzt eine Arbeitslosigkeit von weit über 300.000. Es ist nicht alles so schön, wie es manche gerne darstellen. Es ist ein krisenfester Beruf, aber es ist vor allem ein wunderschöner, aber auch sehr anstrengender Beruf. Das sollte man den jungen Leuten auch ganz offen und ehrlich sagen. Ja, es ist ein anstrengender Beruf, körperlich, auch psychisch, aber ein großartiger Beruf. Und viele, viele Pfleger, sie haben in ihrem Beruf nicht nur einen Beruf, einen Sinnstiftenden gefunden, sondern tatsächlich auch die Berufung entdeckt, die ihnen vielleicht davor gefehlt hat. Und das, meine Damen und Herren, egal in welcher Fraktion, muss uns doch allen wichtig sein. Es muss uns doch allen wichtig sein, jungen Menschen hier eine Sinnstiftung zu geben, hier eine Berufung zu ermöglichen und hier auch zu ermöglichen, in einen Beruf einzusteigen, den wir dringendst brauchen. Ganz, ganz dringend. Wir alle, wie wir hier sind, brauchen zuweilen Pfleger. Und wir alle wissen nicht, ob wir nicht einmal alten Pfleger brauchen, ob wir nicht mal zu Pflegefällen werden. Das wissen wir alle nicht. Und daher müssen wir jetzt vorsorgen für hinkünftige Generationen. Wir müssen auch das Bild des Pflegers positiv gestalten. Und wenn hier Schreiduelle abgehen, glaube ich nicht, dass auch nur ein einziger junger Mensch motiviert wird, eine Pflegelehre zu beginnen oder auch eine Pflegeassistenz zu lernen. Ich glaube, meine Damen und Herren, gerade in Bereichen wie Gesundheit und Pflege ist es dringend notwendig, dass wir jetzt wirklich alle Schienen und alle Kanäle öffnen, um auch jungen Menschen die Möglichkeit der Ausbildung zu ermöglichen.